Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Ich werde heute meine Kranich-Exkursion vorbereiten und ich werde wahrscheinlich heute auch schon Kraniche sehen und fotografieren. Ich lade euch herzlich ein. Was mache ich heute? Heute probiere ich meine Ausrüstung aus, denn wenn ich unterwegs bin und dorthin fahre, wo sehr, sehr viele Kraniche sind, dann will ich, dass alles funktioniert und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, an die Kraniche ranzukommen. Natürlich fahre ich auch dorthin, wo sie ihre Rastplätze haben, also in die Nähe, und sehe mir diesen großen Überflug an und hoffe, dass ich 20.000 oder mehr Kraniche sehe. Aber unterwegs will ich natürlich Kranichgruppen fotografieren, einzelne Kraniche fotografieren. Und da muss ich relativ dicht dran. Und die Kraniche sind nicht immer an den gleichen Plätzen und deswegen muss ich sie suchen. Und damit ich nicht auffalle, habe ich eine bestimmte Vorgehensweise. Die will ich euch heute erklären. Folgende Ausrüstung ist notwendig, also die benutze ich. Natürlich brauche ich als erstes eine Kamera. Ich habe hier die Sony Alpha 9 und ich habe auf der Sony Alpha 9 das 100-400, also 4,5 bis 5,6. Und ich habe hier noch den Telekonverter dran, den Zweifach, sodass ich ein 200 bis 800 mm Objektiv habe, leider auf 800 mm nur mit der Blende 11. Damit muss ich halt leben. Folgende Einstellung, ich habe ja hier eine Blende von 11 auf 800 mm und 9 auf 200 mm, also nicht so dolle, da kann ich also nicht viel dran rumschrauben. Natürlich habe ich eine dynamische Blende eingestellt, aber das bringt kaum was. Ich habe eine Zeitwahl, das heißt ich stelle die Zeit ein. Ich habe mir das alles programmiert auf eine Taste. Wenn ich zum Beispiel einen stillstehenden Kranich habe, kann ich runtergehen auf eine 500stel Sekunde oder auf eine 800stel Sekunde. Wenn ich aber Bewegung habe, muss ich schon auf 1600stel gehen, auf 2000stel gehen. Und dann habe ich natürlich ein Problem. Blende 11 und ein 2000stel, da brauche ich mega viel Licht. Das heißt, ich habe die ISO-Zahl automatisch eingestellt, dynamisch also von 100 bis, ich glaube, 6400. 6400 ist dann aber schon verrauscht. Aber manchmal geht es trotzdem noch. Also ich gucke dann immer, wie die ISO-Zahlen sind im Display und manchmal gehe ich auch ein wenig runter mit der Belichtungszeit, also auf 1200 oder so. Aber normalerweise will ich ja scharfe Aufnahmen haben. Also so fotografiere ich. Also die Kamera könnte ich in die Hand nehmen und damit fotografieren, macht aber nicht so viel Sinn, verwackelt. Ein Dreibeinstativ ist ein bisschen umständlich, wenn ich irgendwo pirschen muss jetzt und mich ranpirschen muss in Deckung. Also benutze ich ein Einbeinstativ. Das ist mein Einbeinstativ. Das ist sehr stabil, muss es auch. Und das stelle ich auch vorher auf die Größe ein. Das heißt, wie ich vorgehe, erkläre ich gleich nochmal. So einmal noch. Und ich habe hier schon eine Markierung dran. Ich glaube, das war die. Ja, passt. Das stelle ich schön fest ein. So. Und da kommt die Kamera drauf. Ja, ich habe ja hier einen Halter. Und zwar so, dass die Schraube links ist. Schön festziehen. Alle Schrauben. Und jetzt kann ich hier die Friktion einstellen auf der Seite, sodass ich die Kamera auch noch ein bisschen bewegen kann. Die Friktion stelle ich so ein, dass sie ein bisschen schwerer geht. Ungefähr so. Und jetzt kann ich mich bewegen und habe trotzdem einen ruhigen Stand hier und kann auch mal runter auf eine 500stel zur Not. Wenn ich mich drehe, setze ich den Drehpunkt an meine Füße. Ja, und dann kann ich so drehen. Das heißt, ich drehe quasi an der Stelle. Weil wenn ich den hier hinstelle, so, und jetzt drehe, dann kippe ich automatisch. Das will ich vermeiden. Damit ziehe ich los. Natürlich habe ich zusätzlich noch ein Fernglas mit. Ein Spektiv macht keinen Sinn, weil dann bräuchte ich wieder ein Stativ dazu oder ein Einbein und zwei kann ich nicht handeln. Das Ding hänge ich nur um. Ungefähr so. Und ich kann beides bedienen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Kamera hier gegenlehne, kann ich genau gucken, was passiert und kann dann lose machen und fotografieren.
Das ist die Ausrüstung. Ja? Die ist auch so stabil, dass ich das Ding hier über die Schulter nehmen kann und dann losziehen kann. Ja, das ist die Ausrüstung. Ich zeige jetzt, wie ich vorgehe, wenn ich unterwegs bin. Es gibt zwei Vorgehensweisen für mich. Die eine ist zu pirschen und die andere ist aus dem Auto heraus zu fotografieren. Ja, aus dem Auto heraus, das funktioniert auch sehr gut. Der Unterschied ist, wenn ich, das Problem dabei ist, man muss fahren und gucken, wo sind die Kraniche, die sind nicht an der gleichen Stelle. Das heißt, am besten man macht das zu zweit, weil man soll sich ja beim Fahren auf die Straße konzentrieren, nicht gleichzeitig in die Lüfte gucken, wo ein Kranich fliegt oder da hinten, da ist ein Kranich, zack, ist man entweder von der Straße runter oder hat einen Unfall. Also aufpassen. Zu zweit geht es natürlich besser, einer fährt und einer kann gucken. Er kann auch schon mal mit dem Fernglas gucken, wenn das nicht so eine zu große Vergrößerung hat, sonst wackelt das so. Und ich kann sehen, wo Kraniche fliegen und mich dann dort hinbewegen, in diese Richtung. Und normalerweise mache ich das so, dass ich dann die Straße lang fahre und von weitem schon sehe, da sind Kraniche und da vorne ist einer oder drei oder da ist eine ganze Gruppe. Und dann fahre ich diese Strecke erstmal einmal durch, ganz normal. Die Kraniche sind daran gewöhnt. Das heißt, fahrende Autos, kein Problem. Manchmal kommen sie auch sehr dicht zur Straße. Ein Auto, was anhält, ein Problem. Leute, die aussteigen, ein großes Problem. Dann fliegen sie weg. Sie haben eine große Fluchtdistanz, also wenn man noch weit weg ist, 200, sagen wir mal 300 Meter, eher 400 Meter. Also 400 Meter geht, wenn man aber jetzt dort lang geht oder auf die Kraniche zugeht, das ist das Schlimmste, was man machen kann, dann flüchten die. Dann flüchtet auch so eine Kolonie von 1000 Kranichen und die fliegen dann los. Das ist nicht sinnvoll. Die sollen sich ja jetzt nochmal satt fressen und auftanken für ihre Langstrecken, die sie unterwegs sind. Das heißt, auf keinen Fall darauf zugeben, sie aufscheuchen und immer versuchen, unentdeckt zu bleiben. Und wie man das aus dem Auto macht, man parkt dann an den Stellen, also man muss ja von der Straße runter, oder ist auf Landwegen oder Feldwegen. Das geht natürlich super. Man parkt dann hinter Büschen und versucht rauszugehen, oder man parkt so, dass das Auto gerade so rausguckt aus dem Busch und fotografiert dann durch das Fenster und lässt den Motor an. Ja, das ist der Trick dabei. Wenn der Motor noch an ist, denken sie, man fährt. Und dann fährt man ein Stückchen weiter, wo vielleicht die nächste Baumgruppe oder Buschgruppe ist, und versucht das nochmal. Das ist jetzt nicht optimal, ganz klar. Das kann man aber trotzdem machen. Die bessere Lösung ist natürlich, das Auto abzustellen, dort, wo es nicht gesehen wird von den Kranichen, das ist immer ganz wichtig, und sich dann in Deckung etwas an die Kraniche ranzuschummeln. Man darf nicht gesehen werden, deswegen auch gedeckte Kleidung hier oder ich habe hier unter, wenn es warm wird, auch noch Tarnkleidung an und ich setze auch noch ein Tarnkäppi auf, und das Problem ist hier auch so eine weiße Fläche, das sehen die Tiere von Weitem immer. Also es ist gar nicht so einfach, sich zu verstecken, und das weiße Objektiv hilft da auch nicht gerade. Die Büsche und die Bäume bieten aber meistens ausreichend Schutz, sodass man daran vorbei fotografieren kann, durch Lücken fotografieren kann, und die Kraniche sehen einen trotzdem nicht. Das werde ich jetzt ausprobieren. Das heißt, wenn ich fahre, auf Feldwegen zum Beispiel, dann lege ich die Kamera schussbereit dorthin, eine Decke dazu, dann kann ich das Fenster runterlassen, die Decke schnell darauf machen und die als Auflage verwenden. Das funktioniert ganz gut. Das probiere ich aus. Und ich probiere auch aus, irgendwo lang zu pirschen und ein paar Kraniche zu ergattern heute. Ich drücke mal die Daumen. Damit man nachher schnell ist, das Ding alles vor, also dieses Stativ hier, dieses Einbahnstativ nicht zusammenbauen wieder, sondern so fertig hinten reinlegen, damit man es rausnehmen kann, draufstecken kann und losgehen kann. Das heißt, das lässt man gleich umgehängt, dann ist man quasi schnell. Ja, manchmal muss man schnell sein, und wenn da drei Kraniche stehen, die hauen da meistens ja sowieso auch wieder ab, alleine, dann kann man aber die drei Kraniche vielleicht von sehr naher Distanz fotografieren. Also das kommt komplett ins Auto, und die Kamera kommt vorne auf den Beifahrersitz, die schnalle ich dann einmal an. Das zeige ich gleich. So, die Kamera werde ich jetzt hier rauflegen, und zwar eingeschaltet, schussbereit. Also man muss sie nicht unbedingt einschalten, aber wenn man dicht dran ist, dann macht das schon Sinn. Und dann werde ich den Gurt hier vormachen, sodass die so ein ganz klein bisschen gesichert ist. Ja? So, die kann dann also nicht sofort weg. Wenn man jetzt wirklich stark bremsen muss, dann fliegt die vielleicht nicht durch die Gegend. Also das Risiko ist natürlich trotzdem da.
Sonne blendet. Da hinten sind die Kraniche. Eine ganze Menge haben sich also heute dort versammelt. Weiter geht's. Von hier hinten habe ich keine Aufnahmen, also habe ich Aufnahmen machen können, aber zu weit weg. Und ich will die Kraniche auch nicht verscheuchen. Die müssen da hinten in dem Ort eben gerade schon mal verscheucht worden sein. Da ist vielleicht ein Fuchs lang gelaufen. Also gucke ich mal, ob sich hier noch was ergibt. Die Stelle da hinten war besonders gut, weil dort war Deckung von allen Seiten. Da war ein Baum und eine Baumgruppe links und Schatten. Schatten ist immer ganz wichtig. Jetzt sehe ich die Kraniche da drüben. Aber sie sind ganz schön weit weg. Also natürlich jetzt dichter, aber vielleicht kann ich in der Baumgruppe noch mal anhalten und mich da vorschleichen. Das werde ich jetzt mal machen. Ja, sie sind auf jeden Fall dichter. Aber ich weiß nicht, ob sie das Auto schon wieder als Bedrohung empfinden. Aber sie bleiben sitzen. Das heißt, ich bleibe hinter der Baumgruppe stehen mit dem Auto und werde dann mit der Kamera um die Buschgruppe herumgehen. Das ist die beste Alternative. Jetzt bieche ich mal hier auf den Acker, damit ich nicht im Weg stehe. Uiuiui. Und hier stehe ich gut. Ist noch nichts zu sehen. Aber zu hören. Und jetzt aufgesetzt. Und ich versuche jetzt mal ein paar Kranichfotos zu machen, vielleicht auch ein bisschen Video. Mal sehen, was klappt. Ich zeige mal, wo ich lang gegangen bin. Also hier. Und dann in den Busch hier rein. Da will ich jetzt mit der Kamera nicht nochmal durchkrabbeln. Ja, und dann habe ich mich quasi an den letzten Busch hier so ein bisschen runtergebückt. Und da sieht man, da kann man dann da hinten schön um die Ecke gucken. Da hinten sind die ganzen Kraniche. Das sieht man jetzt mit der Kamera wahrscheinlich nicht. Man sieht vielleicht, da hat sich eine ganz schöne Gruppe versammelt. Und sie bemerken mich hier hinter meinen Büschen nicht. Die Strategie hat, ich mache mal hier den Lüfter aus, die Kamera ist so heiß geworden im Auto. Und nochmal das Auto aus. So. Die Strategie hat funktioniert, das heißt, die Kraniche sind nicht aufgestiegen, das heißt, ich habe sie nicht verscheucht und ich habe
schöne Aufnahmen hingekriegt. Ich habe noch einen Adler gesehen und fotografiert und ich habe auch noch einen roten Milan fotografiert. Ja, es war eine gelungene Fotopirsch und das war nur die Vorbereitung für die Kranich-Expedition. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video Spaß gemacht und über einen Daumen hoch würde ich mich wie immer freuen. Falls ihr kein weiteres Video verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Und wenn ihr auf die Glocke drückt, werdet ihr auch benachrichtigt. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's wieder rauf auf die Landstraße. Hier ist noch ganz schön Verkehr, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist hier so eine abgelegene Ecke, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Das machen die wahrscheinlich auch.